Hallo, ich bin der Stefan. Ich bin Consultant in einer Unternehmensberatung für Strategie- und Customer Experience-Themen und Musiker und seit neuestem auch PCM-Trainer. Wenn du die Ausbildung in Österreich machst, so wie ich, dann kommst du zu Uwe und Roman ins Büro nahe bei Schönbrunn. Wirst einmal sonnig begrüßt, in der Früh bekommst du den ersten Kaffee und dann geht's eigentlich auch schon los. Ziel von der Ausbildung ist ja eigentlich, dass du deine eigenen PCM-Module vorbereitest, also alles, was du dafür brauchst, von Flipcharts vorbereiten bis Präsentationen und das dann bei deinen Kolleginnen und Kollegen vorträgst. Das klingt jetzt bisher noch recht easy. Es kommt noch dazu, dass du jeweils 3 Interventionen aus den 6 unterschiedlichen Persönlichkeitstypen zugespielt bekommst an wahllosen Momenten deiner Präsentation und darauf musst du dann als lernender PCM-Trainer natürlich adäquat und richtig reagieren. Und das kann schon mal stressig werden, ist aber eine extrem coole Erfahrung. Ich habe so ein bisschen eine Art von Durchblick erhalten für Dinge, die man vielleicht vorher eh schon so ein bisschen gewusst hat oder im Gefühl gehabt hat, die jetzt einfach sehr konkret benennbar werden. Das heißt, du hast mit anderen Leuten, die auch PCM trainiert sind, auf einmal eine gemeinsame Sprache, die universell einsetzbar ist. Ich habe auch gern natürlich mich selbst in meiner Persönlichkeitsstruktur, aber auch die anderen in ihrer Persönlichkeitsstruktur zu akzeptieren und vor allem das zu schätzen, was die Menschen einzigartig und so unterschiedlich macht. Dass ich mich zum Beispiel weniger bedroht fühle, wenn einfach andere Menschen anders mit mir kommunizieren, als ich es vielleicht gewöhnt bin, sondern einmal mit der PCM-Brille mal drauf zu schauen und zu analysieren, aha, okay, was passiert denn da gerade eigentlich und warum liegt mir gewisses Kommunikationsverhalten manchmal ferner oder manchmal näher und darauf kann ich jetzt einfach besser reagieren. Wort Nummer 1 wäre vielleicht ein bisschen Durchblick, da du tatsächlich Dinge, die du vielleicht davor schon in Situationen erahnt oder eh schon gewusst hast, jetzt auf einmal sehr benennbar und real werden und damit besser umgehen zu können eigentlich. PCM ist für mich auch eine Toolbox. Es gibt ja wahnsinnig viele Mittel zur Hilfe, zur Selbsthilfe, um besser mit sich selbst, mit seinen eigenen Eigenheiten oder auch der anderen oder in einer gewissen Situation einfach gut damit umzugehen. Und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Dinge an die Hand, die ich sehr hilfreich finde für den Alltag. Und das dritte würde ich sagen, einfach Spaß. Es ist unfassbar lustig, sich selbst oder anderen hin und wieder auf die Schliche zu kommen, was einen da eigentlich umtreibt oder wie andere Menschen die Welt auch wahrnehmen können. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und deswegen bin ich auch sehr gerne PCM-Trainer.